So, herzlich willkommen. Weiter mit unserer Dachmission. Na komm, geh doch. So, mach ihn. Zack, zack. Zack, 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 zack. Tja, mal gucken, wie wir das mit dem Dach machen und von unten, denn die Blöcke bauen, das sollte eigentlich gar nicht so schwer werden. Das Problem ist in der Mitte des Daches, wo es dann so extrem hoch wird, da, so die Spitze, weil da kommen wir dann hier so, ne, wir können hier nicht drüber laufen, weil hier ist ja nichts zum drüber laufen. Das heißt, wir werden uns dann wahrscheinlich erstmal so temporäre Dirt-Bahnen hier bauen müssen, um auf denen dann langlaufen zu können oder sowas. Ja, das wird spannend. Da bin ich gespammt wie ein Flitzebulle. Was? Nee, wir machen anders. Wir machen erstmal hier die unteren Dinger. Also einmal so, dann einmal so. Oh, Alter. Jetzt fühle ich mich hier wie beim Parkour. Nee, ich glaube, hier machen wir Vollblöcke hin. Das dürfte optisch. Besser wirken? Ich sag mal ja. Und weiß, dass ich damit falsch liege. Doch das ist mir so egal. Wie ein Hurenschal. Was? So, dann mal dahin. Oh, Alter. Oh, hier. Nein. Richtiger Parkour hier, ey. Nein. Was mach ich denn hier für eine Scheiße? Parkour der Dummheit. Das Ding fällt jetzt auch gar nicht drunter. Na, sag ich doch. Ah, das scheiß jemand dann. So. Nein. So, jetzt die anderen, die Dinger hier. Die kommt dann immer dagegen. Das ist zum Glück wesentlich einfacher. Ha! Dich. Ja. Genau so eine Geräusche macht jeder Dachdecker. Beim Decken des Dachs. Was? So, perfekt. Achso, siehst du, die anderen Sätze muss ich auch noch machen. Dann einmal Tisch kopieren. Oh, hier können wir noch gar nichts gegen bauen irgendwo. Oh, ja eben, wir müssen sowieso erstmal gucken, wie die ganzen Trenn- und Zwischenwänden, wie wir die so ungefähr strukturalieren. Machen wir die Zwischenwände immer dann, wenn auch die Zwischenwände zwischen den Räumen ist, dass wir quasi hier nur zwei Zwischenwände haben. Wir haben ja einmal außen die Wand, dann da die Wand und dann hätten wir quasi noch zwei Zwischenwände. Oder sagen wir, nee, eine Zwischenwand genau in der Mitte reicht vollkommen aus. Wobei das würde nicht funktionieren, weil wir haben eine gerade Anzahl an Blöcken. Ja, okay, also arbeiten wir doch mit zwei Zwischenwänden. Genau, dann machen wir die Zwischenwände immer genau dann, wenn auch die Zwischenwände bei den Räumen gezwischtet sind. Oder so. Obwohl ich jetzt gar nicht weiß, wo das wäre. Das müsste ja dann eigentlich hier so sein. Genau, hier ist auch... Genau. Doch. Alles richtig. Alles korrekt. Das heißt, so ungefähr. Dann... So ungefähr und so ungefähr. Und das gleiche denn jetzt auch noch mal hier. Genau, doch, passt alles gut. 1, 2, 3. Ja, das, ja, komm. Ficken. Boink. 1, 2, ja. Dann halt so. So. Perfekt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2.
Leck mich. Ach Mann. Das ist ja so Gottseher. Was soll... Oh nein! Oh. Hilfe! 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 Ich meine, wir können einfach diese weißen Dinger, diese kleinen Dinger hier abbauen und dann dafür Blöcke hinsetzen, aber... Hilfe! Ich weiß noch nicht mal jetzt, hier ist der Schall, das heißt, hier müsste es raus, auf der Seite müsste es rausgehen. Da brauchen wir aber wieder Cleanstone, um das dann zu verschließen. Ist doch Kacke! Ist doch Kacke! Guckt euch das an! Da hat Mora ein Loch in der Wand gelassen. Scheiße. Doing. Wir müssen sowieso bald nochmal neue Steine holen, dann können wir dabei auch gleich mal Cleanstone holen. Ja. Ich bin am Überlegen, ob ich hier so richtig schön Bogen reinbaue. Das wird halt nie funktionieren, aber wenn es funktionieren würde, wäre es halt geil. Deswegen ist halt die Frage, lohnt es sich? Tu das machen, Baum. Es wäre halt, wie gesagt, optisch schon extrem geil. Ich glaube, ich mache es. Einfach because ich kann. Dann müssen wir allerdings gucken, wie groß der Ring sein müsste. Dann müssen wir das mal wieder ein bisschen rumprobieren. Aber es wäre halt optisch halt einfach ultra geil, ne? Du kannst erzählen, was du willst. Es wäre halt optisch einfach eine Bombe. Ja. Das war für. Das wäre quasi der Al-Qaida-Bogen. Oh, draußen wird schon wieder jemand rasen. Oh, Alter. Weg hier. So, hier noch. Hier noch. Und dann aber noch so und so. Perfekt. Ist das ja auch korrekt? Ja. Genau. 2, 2. Alles perfekt. So, das ist auch schön. Okay, sah gerade da ein bisschen falsch aus, aber gut. Ruf da. So, müsste jetzt hier eigentlich dann hier wow. Hier bin ich bei Glas. Hier, ja doch, passt perfekt. Supi-dupi-dupi. Boing. Boing. Okidoki. Ja, dann überlegen wir mal, wie wir hier diesen Bogen reinbauen. Wie breit wäre das Ganze denn? Das wäre 4 plus 4, 12 breit. Ist der Zwischenraum da. Ist das so besser? Wenn ich so im Filmmodus arbeite, ist das für mich so beschissen, aber... Oh, Alter, oh ey, so wird ja richtig schwindelig, ey, wenn hier so mit diesen geglätteten gucken, so guck, so oh, ich auf Gummi. Oh, Alter. Ey, oh, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Alter. Okay, also es ist halt optisch schon geil, ne? Weil halt die Übergänge, so dieses Bewegen halt leichter ist. Also, wer sich gerade wundert, was ich gerade gemacht habe, ich habe diesen Filmmodus aktiviert. Wenn ihr das auch mal probieren wollt, dann müsst ihr Tasten ändern. Und das Ding hier, das... Oh, wo ist denn das jetzt?
Hey, was ich jung war? Wait a second, F8. Ach nee, hier gibt's noch gar nicht. Ah, okay, gut, dann gibt's das noch gar nicht. Ja. Ja, kann ich dann mal bei der nächsten Folge, wenn wir das Spiel starten, oder ist das einfach jetzt direkt? Ist das auch egal. So, Einstellungen. Alle Einstellungen. Und hier muss man jetzt auf Client. Mal gucken, kann man auch einfach mal so. Genau, einfach hier Steuerung und der Cinematic Camera Smoothing. Okay, cool. So, wir machen noch Cinematic. Cinematic. Hä? Wie konnte man die Taste ändern? Gucken wir einfach mal bei Key rein. Okay, Key gibt's gar nicht. Steuerung. Client. Nein. Kann man das hier gar nicht ändern? Wie hatte ich das denn damals geändert? Oder war das noch in der alten Version und in der neuen Version geht das jetzt gar nicht mehr? Das wäre natürlich richtig traurig. F8? Nö, hier gibt es gar keinen F8. Okay, haben sie es komplett rausgenommen. Okay, gut, habe ich nichts erzählt. Ja, nee, also früher konnte man das irgendwie ändern. Gut, aber es geht ja immer noch manuell aktivieren. Wie gesagt, hier einfach Cinematic. Und dann das Ding müsst ihr aktivieren. Steht hier auch drin, dass man das irgendwie, welche Taste? Nee, ne? Nee. Ja, ist auch egal. So, auf jeden Fall, soll Cinematic aktiviert ist, habt ihr denn dieses weiche Rumgucken, wie ich es halt hatte. Und standardmäßig ist es halt mit keiner Taste belegt. Das heißt, man kann es über die Schnelltasten, also über diese F-Tasten, nicht benutzen. Aber in den früheren Mindtest-Versionen, als die Funktion neu eingeführt wurde, da war das über F8 möglich. Und dementsprechend habe ich das persönlich auch immer auf F8 wieder gelegt. Ja, jetzt geht es irgendwie gar nicht mehr. Das heißt, man kann es gar nicht verändern. Finde ich ein bisschen kacke. Warum haben die es rausgenommen? Ist doch cool. Diese Schweine. Oh ja. Ja, das ist zum Beispiel einer von diesen Effekten, dass man halt immer bei 0 startet, ne? Wenn man hier so ausgerichtet ist. Guckt man quasi nach 0, ne? Hier oben bei JAW. Dann kommt man quasi so runter. Das ist auch egal. So. Wie gesagt, müssen wir mal gucken, ob aus Future Display so besser ist. Ich bin da ein bisschen unsicher. Also, es ist halt für mich kompletter Kopffick. Wahrscheinlich haben sie auch deswegen diese Funktion rausgenommen. Aber gerade fürs Let's Play ist es halt gut. Dafür ist es auch gedacht. So, jetzt nochmal. Also Torbogen. Wir haben 12er Breite. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube mal, wir holen erstmal ein bisschen Stein. Wobei, das stimmt gar nicht. Zum Zugucken ist das wahrscheinlich gar nicht besser. Weil dieses Weiche erzeugt ja auch bei den Zuschauern dieses komische Schwindelgefühl. Deswegen arbeiten ja auch viele Spiele mittlerweile damit, dass du künstlich, gerade wenn du jetzt zum Beispiel VR-Spiele spielst, dass die Kamera künstlich noch ein bisschen härter geht, halt gerade dass dieses Schwindelgefühl nicht auftritt. Tät. Von daher, ich nehme es einfach wieder raus. So, es ist wieder normal. So ist besser, so ist gut. So, wir brauchen Erde. Erde ist da. Und wir brauchen auch Cleanstone. Dank unseres kleinen Mistgeschicks. Jetzt haben wir noch einen Apfel mitgenommen. Die müssen wir natürlich auch essen, sonst verbraucht er hier Inventarplatz. Hätte ich auch mal früher dran denken können. So. Halt. Nee, doch oben. Das war hier. Unser kleines, Problemchen.
So. Okay, halt, wir müssen trotzdem noch nach oben. Oh, das können wir hier natürlich nicht mehr so schön langlaufen. Können wir später wieder so eine Löcher reinkloppen. Mal gucken. So, also. Erstmal gucken. Wir beginnen. Wir haben halt nicht so viel Platz, ne? Also angenommen, wir würden hier oben in der Mitte so mit einer Gerade beginnen. Dann hätten wir jetzt hier dann so eine Schräge. Dann noch eine Schräge. Dann hätten wir jetzt hier eine harte Schräge. Also eine 1, 2 harte Schrägen. Ah ne, da sind wir schon zu weit. Uiuiui, okay, also heißt also, so viel Platz haben wir gar nicht dafür. Ich dachte jetzt, okay, komm, wir haben 12 Dinger in der Breite, da können wir mal richtig loslegen. Das wird also nicht. Das heißt, wir können nur mit einer Schräge arbeiten, müssen dann direkt eine harte Schräge, also eine 45 Grad Schräge machen. So. Können davon aber auch nicht zwei machen, weil es dann unverhältnismäßig aussieht. Dann haben wir hier eine kleine und dann hier eine riesige. Nee, sieht scheiße aus. Das heißt, wir müssen tatsächlich, wenn wir hier eine 45 Grad Schräge haben, müssen wir hier auch wieder eine Schräge über 2 machen. Dann kommen wir aber allerdings noch ein zu früh raus. Das heißt, wir müssen hier doch entweder hier 2 große Schrägen machen. Was dann aber, wie gesagt, scheiße aussehen kann. Alles andere wird aber noch beschissener aussehen. Ja. Oder wir lassen um einfach wirklich 4 Grade, dass wir halt 4 Grade durchgehend machen und das Ganze hier, die ganze Kurve nach außen schieben. Das wäre dann quasi so. Jetzt haben wir hier 4 Grade. Geht hier die Schräge los. Hier die Schräge. So. Dann geht das hier so runter. Okay, ich probiere das mal so. Das heißt, folgendes. Wir werden uns gleich hart auf die Fresse legen. Ich mach mal, wir brauchen sowieso hier drunter, brauchen wir Sand, damit wir denn da. Ja, klar. Damit wir da von unten diese Dinger gegenpacken können. Oh Mann, ein Baugerüst aus Dreck. Was hält besser? So, also, da kommt ein Stein, erstmal wieder rausgehen hier, da kommt ein Stein, dann kommen hier auch wieder direkt ein Stein und dann kommt da oben drauf die 6 Steine, richtig? Das macht Sinn, 1, 2, genau, 3, 4 und dann 5, 6. Sind wir wieder über die Mitte drüber? Ne, wir haben jetzt erst die Mitte erreicht. Hä? Habe ich da irgendwas vergessen? Hier ist die Schräge. Dann ist hier die 45 Grad Schräge. Dann ist hier die nächste gerade Schräge. Aber wieso haben wir, hä? Okay, nochmal bauen. Also. 45 Grad Schräge. Ach nee, ich hätte gesagt mit 4 Grade. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, alles in Ordnung.
Genau, dann müsste das jetzt hier genau bei der Mitte sein. Sind wir auch genau bei der Mitte. Okay, gut. Da ist alles in Ordnung. Ich war gerade schon wieder, dass wir um nur 2 Grad durchgehen wollen. Ist sie aber nicht. So. So. Und jetzt auch hier wieder 1, 2, 3, 4. Und dann gucken wir das Ganze einfach mal, wie das kacke. Ich wollte da jetzt super auf die Erde rauf fallen. Hat aber nicht so ganz funktioniert. So. Okay, das heißt jetzt Folgendes. Jetzt brauchen wir auch diesen gottverdammten Schraubendreher. Und die Dinger. Und die Dinger. Achso, und natürlich noch normale Schrägen. Davon brauchen wir zum Glück nur 4 Stück. So, dann kommst du mal kurz. Ne, dich brauche ich auch. Dich brauche ich garantiert auch. Komm, ich esse mal ein Brot. Und dann kommt das Brot weg. So. Alter. Draußen zwitschern schon wieder die Vögel sich gegenseitig ein. Das klang egal. So. Ja. Na, danke schön. Aber übrigens, da hinten liegt irgendwo noch so ein Block rum, den wir da runterfallen lassen haben. Egal. So, du kommst nach da. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Du nach da. Du nach da. So. Und die müssen dann rotiert werden. Was? Egal. Runterfallen. Komm ich jetzt hier noch lang? Ja. So, wie sieht das aus? Doch, das kann man so machen. Ja, doch, das kommt. Das. Okay, doch. Das sieht gut aus. Also. Zumindest geht's nicht besser. Sagen wir mal so. Okay, dann lassen wir das Ganze auch so. Dann jetzt nochmal hier. Erstmal dich. Daran dann dich. Ja, das war so genau nicht geplant. Und jetzt hier 4 gerade durchziehen. 4, genau. 2, 3, 4. Ach, Adruck gleich machen. 1, 2, 3, 4. Mach ich das von der Seite hier. Ist ja scheiße, schaffe ich nicht. Doink. Irgendwo ist es jetzt hier falsch. Ach ja, ist ja auch da. Irgendwas ist da immer noch falsch. Hier 2, dann 1. Ach ja, klar, da kommen ja 2 hin. Dann habe ich das hier aber auch vergessen. Die habe ich mich nur ein. Ich finde ja auch noch alles. Hä? Was ist los mit mir? Nee, jetzt habe ich irgendwas falsch. Ach was. Nee, komm. Es war auf beiden Seiten falsch. Und jetzt habe ich das Falsche falsch korrigiert. Das heißt, der da muss weg. Ja, leck mich. Und der andere muss da auch wieder weg. Ach komm jetzt, ist aber gut hier. So. Der da muss auch wieder weg. Der ist komplett hirngespinst. So. Okay. So. Da
darf es ein wenig Dirt sein. So, und die Erde bleibt auch hier. Die gehört dann zum Hotel dazu. Das ist Kunst, das muss man so machen. So. Perfekt. Gut, dann kann ich die Erde gleich hier wieder wegklatschen. Habe ich eine Schippe dabei? Nein. Ah, und unser Herr Vojtjab Data ist wieder da. Der war ja gestern auch zu Besuch. Also für euch natürlich vorige Woche, klar. Das kommt mir vor wie gestern. So, die beiden Torbögen sind bereits fertig. Sehr schön. Jetzt kommt das, was auf die Torbögen raufkommt. So, das wäre dann einmal. Der hier muss wieder weg. Genau. So, und dann heißt das 1, 2, 3, 4, genauso wie hier da auch dann die 4 wären. Das heißt, der muss auch wieder weg. Der muss auch wieder weg. Wird es nicht ein bisschen zu schmal? Vorbei? Ja, nö, nö, doch, das geht. Das geht. Da kommen ja auch noch schrägen rauf, von daher wird es noch mal ein bisschen dicker. Ist also alles im grünen Bereich. Was? Habe ich jetzt hier 2 abgebaut? Dieses Tool ist definitiv zu schnell. So, jetzt sollte das hier alles perfekt gleich sein. Und wenn nicht, beginne ich halt den dritten Weltkrieg. Ist mir auch egal. So. Sehr schön. Gut, dann kann die Erde hier auch wieder weg. Perfekt. Welche schöne Bögen. Okay, Volta ist relativ tief unter der Erde. Und ist schon wieder weg. Er hat wohl gemerkt, dass wir ihn angucken. Ja, da würde ich mal sagen, ziehen wir jetzt mit dem Dach weiter. Oh, hier haben wir noch gar nicht die Dinger gemacht. Ach stimmt, da waren wir gerade dabei und dann ist uns aufgefallen, dass wir die Ding brauchen. Um das denn dagegen zu bauen. Ha, da war ja was. So, muss ich die nochmal kopieren. Wie jetzt? Ist das so richtig? Ja doch, ist so richtig. Ich glaube, jetzt habe ich sie gerade in der falschen Reihenfolge kopiert. So rum, wie ich sie gerade kopiert habe, macht gar keinen Sinn. Oder?
Ist auch egal. Auf jeden Fall wird es so schwieriger, die Dinger zu platzieren. So. Ich glaube, der Seite haben wir die sogar schon. Und hier mache ich das auch, hier mache ich das auch richtig rum. Ist so nämlich weniger Arbeit. Komm jetzt hier. So, weil jetzt kann ich nämlich die dicken einfach dagegen platzieren. Also so hier und so hier und so und so und so und so. Das geht jetzt auf der anderen Seite nämlich nicht mehr. Hier muss ich jetzt gucken, wie ich das mache. Hier muss ich nämlich jetzt den dünn kopieren. Den da. Und den muss ich jetzt immer wieder ran kopieren. Also so und so. Gut, ist jetzt auch nicht so viel schwerer, aber es ist doch schwerer als die andere. Ist das jetzt hier gerade schräg? Sorry Leute. Oh doch, ist gerade schräg. Sehr schön. So, sehr schön. Das ist also unsere Grundstruktur, die Querbalken und so, die sind jetzt alle da. Dann fehlt jetzt nur noch ja, die Schrägen, die da halt drauf kommen. Was nicht heißt, dass es einfach wird. Es wird scheiße schwer werden. Es wird richtig kacke schwer werden. Aber seien wir mal ehrlich, das interessiert keinen. Und selbst wenn es andere interessiert, dann höchstens um sich an meiner Qual zu belustigen. Seid doch ehrlich, euch macht das alles Spaß. Tut sich nicht leider. Ach, unsere Felder, schaut mal. Gemüsegarten. Gut, ich glaube, wir machen jetzt aber auch erstmal Feierabend hier. Die Folge kommt schon wieder überlänger. Und dann sehen wir uns mal wieder. Bis dann.